Ende für den Gesprächsstoff sorgt. Klären Sie uns mal auf, was war da los mit diesem angeblichen Nachschlagen? Da gab es ja noch sehr viele Diskussionen eben im Ring. Also der Ringrichter wollte eigentlich den deutschen Boxer, also meinen Boxer, beschützen, indem er quasi auf Nachschlagen trainierte und wollte somit wegen Nachschlagen disqualifizieren. Meines Erachtens, und ich habe es auch genau gesehen, Steffen Kretschmann wollte nicht mehr, hat in meinen Augen einen Auftritt geliefert, der war nicht boxerwürdig und hat quasi sich umgedreht und hat damit den Kampf aufgegeben. Und damit kann man nicht Baktov als Verlierer darstellen lassen, wegen einem angeblichen Niederschlag. Also auch wenn es so in den Regeln natürlich steht.